Norddeutsche Sparkassenverband hat die Ergebnisse des jährlichen Tourismusbarometers vorgestellt. Wie entwickelt sich der Tourismus in Sachsen-Anhalt? Der Tourismus in Sachsen-Anhalt hat sich gut entwickelt. Wir haben Jahr für Jahr Zuwächse zu verzeichnen. Im letzten Jahr 2011 haben wir die magische Zahl von 7 Millionen Übernachtungen überschritten. Das ist, denke ich mal, durchaus bemerkenswert. Die Gästezahlen insgesamt, vor allen Dingen auch Kulturtouristen, haben sich auch von Jahr zu Jahr steigern lassen, sodass wir unterm Strich sehr zufrieden sein können, was die Gesamtbilanz anbelangt. Natürlich sind die Regionen unterschiedlich betroffen und konnten unterschiedlich von diesem Erfolg auch entsprechend etwas für sich verbuchen. Der Harz bleibt natürlich unsere Schwerpunktregion, das ist klar. Hier in Langenstein, der Schäferhof, auf dem wir uns gerade befinden, ist ein Beleg dafür, dass sich aber unsere Infrastrukturinvestitionen der letzten Jahre echt gelohnt haben und zum Urlaub machen einladen. Wie sieht die Entwicklung in den Regionen des Landes aus? Die Entwicklung ist durchaus sehr unterschiedlich. Spitzenreiter ist die Stadthalle und das Umfeld. Das hängt auch mit früheren Landesausstellungen oder jetzt hier laufenden Ausstellungen zusammen, aber auch mit der Kombination mit dem Saale-Unstrut-Gebiet, der Himmelscheibe von Nebra, den Fundorten der Himmelscheibe und weiteren Angeboten. Auf der anderen Seite wirken sich natürlich auch die Aktivitäten zum Lutherjubiläum und zum reformationsgeschichtlichen Jubiläum aus. Das heißt, 2017 klingt schon an bei der Nachfrage. Wir haben auch interessante Dinge vor uns, zum Beispiel die Landesausstellung zu Otto dem Großen und dem Kaisertum. Diese wird ja gerade in diesen Tagen eröffnet. Aber auch in den nächsten Jahren wird sich die Bundesgartenschau, die auch uns im Havelland bzw. in Havelberg auch betrifft, entsprechend auch gut tun. Ich glaube, das wird auch viele aus dem Großraum Berlin nach Sachsen-Anhalt und in die Altmark hineinziehen. Wo machen Sie am liebsten Urlaub? Ja, es ist kein Geheimnis, dass ich natürlich ein absoluter Harz-Fan bin, dass ich schon seit Jahrzehnten mit der Familie im Harz immer gerne Urlaub gemacht habe und das bis heute auch beibehalten habe. Wir machen heute noch einschließlich der Enkelkinder, unsere Familientreffen hier, aber auch unterjährig sind wir zu vielen Veranstaltungen da, das heißt also zur romantischen Nacht in Rübeck oder zum Klosterfest in Michaelstein mit den Konzerten. Und darüber hinaus gibt es ja regelmäßig auch die Harztage und das Harzfest, sodass also hier überregional auch geworben wird und wir versuchen auch möglichst dran teilzunehmen. Natürlich gibt es auch andere schöne Ecken in Sachsen-Anhalt. Wir haben überall so kleine Orte, wo wir uns zurückziehen, sei es nach Freiburg oder sei es auch nach Tangermünde. Es gibt auch noch Geheimtipps, die ich nicht verrate. Die kann man sich entlang der Straße der Romanik oder auch entlang des Blauen Bandes an unseren Flussläufen erschließen. Und die Gartenträume sind ja der Geheimtipp. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele wunderschöne Gärten an Schlössern, die wirklich als Highlights inzwischen international auch Bekanntheit erlangen. Und es ist natürlich auch angeraten, dass man sich als Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter möglichst auch diesen Angeboten aufschließt. Ich kann nur herzlich einladen, Sachsen-Anhalt ist eine echte Reise wert.